Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier wieder zu Diablo 3 mit dem guten Spooky. Hi, liebe Freunde. Und wir machen jetzt noch ein, zwei Rifts, damit das Ganze hier nochmal ein bisschen flutscht. Oh, Ladebildschirm, lade. Oh, und direkt ein Elite-Pack. So haben wir das gerne. Ja. So, ich komm dann auch mal nach. Ja, mach das mal. Ich trau mich da nicht alleine in die Elite-Gruppe rein. Das ist mir ein bisschen zu heiß. Ach ja, so. Oh, ich will mal gucken. Ich will nämlich jetzt, oh, Pylon der Verbindung, juhu! Ich sehe gar keinen Unterschied. Doch, aus mir kommen auch Blitz. Schatzgoblin. Oh, auch direkt grüne Handschuhe. Du Geiler. Und noch yeah. Irgendwas. Aunis. Aunis. So ein scheiß Legendary. Ach ja. Ja, du hast ja in der letzten Folge hast du es ja angesprochen mit der Independent, mit der Manuela, dass sie dir eine Folge Torchlight gewidmet hat. Finde ich coole Aktion. Und du machst jetzt Witcher 3. Ja. Da wollte ich eben doch nicht so drauf, konnte ich eben nicht so eingehen drauf, wie ich es eigentlich wollte. Haben wir ja auch die Folge und so beendet. Ja. Wollte ich eigentlich auch noch ein paar Worte dazu sagen. Und zwar finde ich das momentan richtig geil, was in der Gruppe abgeht. Also richtig fett, community-technisch betrachtet. Ja, auf jeden Fall. Also die Community in der Gruppe, manche wissen es vielleicht, ich hatte ja früher auch einen anderen YouTube-Kanal und ja, wie gesagt, den habe ich ja aufgehört und habe jetzt neu gestartet und die Community hat mich wieder mit offenen Armen empfangen und das war echt sau cool. Also wenn ihr selber letztens aufgehört. Es hat mir A keinen Spaß mehr gemacht und B hat mir auch die Zeit dazu gefehlt. Und okay, ich habe mir immer gesagt, so als Prämisse, irgendwie, wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich es auch nicht, weil wozu sollte ich mich zu irgendwas zwingen, was mir keinen Spaß macht? So, das hilft ja weder mir noch den Zuschauern was. Ja, das stimmt, das ist vollkommen korrekt. Ich hatte ja auch so eine Phase, wo ich eigentlich schon fast mit YouTube aufgehört hatte. Dann habe ich wieder angefangen, obwohl ich auch keinen so richtigen Bock hatte. Das merkte man dann auch an den Videos. Das war ein anderer Kommentierstil und alles. Weil man sich das dann so aufzwingt. So, man muss auch jetzt ein Video, man will kein Video machen, sondern muss jetzt unbedingt noch was machen und so. Und das ist irgendwie falsche Voraussetzungen. Ja. Das bringt nichts. Nee. Und ich habe auch diesmal wieder die Prämisse, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, höre ich auf. Egal, was die Leute sagen, ich meine das, ich mache das ja immer noch größtenteils für mich. Das ist so ein Hobby von mir. Und wenn es mir keinen Spaß macht, höre ich damit auf. Ja. Keine Ahnung, so sehe ich das. Das mag manch andere anders sehen. Es gibt ja durchaus YouTuber, die das ja mittlerweile schon beruflich machen. Die müssen halt das machen, weil sie es beruflich machen. Ich meine, dir gefällt ja auch nicht immer dein Job. Du machst sie trotzdem. Ja. Aber solange ich noch ein privater YouTuber bin, sage ich jetzt einfach mal, habe ich für mich so die Prämisse, dass wenn ich keinen Spaß mehr an der Sache habe, dann höre ich auf. Ja, das finde ich auch richtig. Also, ich meine, bei mir war es, es waren ja mehrere Faktoren. Es war ja nicht, eigentlich hat es nichts damit zu tun gehabt, keinen Spaß an YouTube gehabt zu haben. Es war ja eher persönliche Gründe. Und dann kam noch dazu, dass ich irgendwie mich satt gesehen habe an den Spielen, die draußen waren. Ich hatte keinen Bock mehr auf Diablo. Da hatte ich eigentlich alles erreicht, was zu erreichen war, bevor Ross rauskam. Ja. Dann Dark Souls 2, das habe ich ja ewig gespielt und ewig auf meinem Channel, da hatte ich auch, das war dann auch das einzige Spiel, das man noch Bock gemacht hat, aber das ist dann irgendwann auch mal vorbei gewesen. Und da habe ich es wirklich tot gespielt. Das ist lustig, dass du sagst, du hast Dark Souls tot gespielt. Ich habe wirklich Dark Souls tot gespielt. Ich habe Dark Souls tot gespielt, definitiv.
Ich meine, ich habe noch eine Comeback-Folge gemacht, wo ich Dark Souls-Projekt nochmal aufgreifen wollte, bevor ich dann zum PC gewechselt bin. Da habe ich eine Comeback-Folge gemacht, da habe ich die ersten drei Bosse in circa 25 Minuten oder so getötet. Und die Na. haben schon ein bisschen Reichweite, vor allem, also Unterschied, da muss man schon ein bisschen laufen. Das war schon ziemlich krass. Ja. Hameln, oh Gott, wie ich ihn hasse. Rattenfänger. Oh, Ja, wunderbar. das hier war dieses Mal was wirklich Legendary was hier, ey. Das muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich müsste mal gucken. Ich glaube, ich habe das ganze Inventar voll mit legendären Sachen. Ich habe, glaube ich, sieben legendäre Sachen gerade gefunden. Ja, läuft. Ich habe eins. Oh, aber das ist bedeutend besser als meins. Damit mache ich sogar ein wenig mehr Schaden. Ich mache auch die blauen Sachen mit wegen Dings. Dass ich die, weil mir fehlen irgendwie die blauen Mets. Ja, ich gehe ja eh immer dann hin in der Schmiede, weil ich mein gelbes Zeug brauchst du ja nicht mehr und dann gehe ich immer direkt zur Schmiede und sag hier alles Ja, das mache ich auch. Aber ich habe jetzt wiederverwerten. eben viel verbraucht wegen dem ganzen Rollen und so. Ich habe versucht, jetzt eben die Sachen doch so stark zu machen, dass sie eigentlich aufs Maximum gehen und dann frisst das ganz schön. Hätte ich selber nicht erwartet, weil ich hatte eigentlich richtig viel. Ja, das Rollen ist halt immer noch echt teuer und aber ich sage mal so, ich roll ja noch nicht auf Gegenstände, ich habe ja noch nicht best in Slot Gegenstände, deswegen lohnt es sich auch einfach noch nicht so bei mir zu rollen und ich warte damit noch. Ja klar, das ist es. Natürlich macht es keinen Sinn, wenn man das jetzt alles so macht, wenn man ja noch kein Gear hat, das man auch Langzeit benutzen will. Richtig, ich meine, hätte ich jetzt das Roland-Set schon komplett, dann würde ich da anfangen zu rollen, das ist klar, aber ansonsten lasse ich das erstmal. So, ich muss Nichts hier. Brauchbares gefunden. Von den ganzen Legendaries. Das ist halt so. Eigentlich müsste man immer so viele Legendaries finden, weil man so viel Schrott dabei bekommt. Ja. So, ich muss die jetzt erstmal. Oh, ich muss die jetzt erstmal ein paar Edelsteine noch herstellen. Ja, das ist, wenn du dann die ganzen, ich sag mal, niedrigen Steinchen noch bekommst. Brauchst noch ein bisschen Gold? Ich hab ein bisschen was im Angebot. Nee, danke. Ich hab mittlerweile auch Gott sei Dank genug Gold. Also für mich genug. Ich habe jetzt 85 Mille, das reicht schon mal. Ja, das ist fast so viel, wie ich auch habe. So, ich schließe mal das Ganze ab. Also das Rift. Ich habe Nicht. 476.618.549 Gold. Ja, läuft bei dir. Ja, ich hatte halt das Glück, dass ich zweimal relativ zeitnah hintereinander hatte ich so ein Goblin Rift und da bekommst du halt doch schon extrem viel Gold. Reicht der Schätze oder so ein. Ja, reicht der Schätze. Ich schätze, ja, das ist brutal. Wir haben das letzte Mal zu zweit ungefähr 90 Millionen bekommen. Das ist echt heftig. Ey, wo ist denn mein Heiltrank hin? Ich hatte doch mal hier irgendwann einen legendären Heiltrank. Eben bestimmt weggemacht, als ich die. Ich habe alles rausgeholt aus dem Inventar. Ja, da oben ist er, der Heiltrank. Jetzt habe ich nämlich so einen normalen Heiltrank. Okay. Das finde ich auch gut, dass sie das mit den Heiltränken geändert haben. Also, dass du dann praktisch an normalen Heiltränken immer so 60% Leben herstellen und nicht mehr Heiltränke kaufen musst. Das war früher echt ein bisschen lästig, weil du standest auch irgendwann, also mir ging es zum Beispiel so, du standest dann vor Diablo, hast dem auf die Schnauze gegeben und auf einmal hattest du zu wenig Heiltränke und das hat einem einfach total aufgeregt. Ich kann einen Flegel herstellen, der 382 Schaden macht. Den brauche ich, der ist besser als mein 3,6K Schlegel. Oh je.
Clan spielen, essen, schlafen. Das ist mal ein geiler Clan. Ja. Oh, wir sind auch wieder bei 10 Minuten. Also ich sag jetzt schon mal von mir aus hier, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Würde mich wirklich freuen. Schaut unbedingt mal beim Spooky vorbei. Der ist wie in jeder Folge unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und bis zur nächsten Folge. Das würde mich Tschüss. auch freuen. Tschüss.